Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück bei den Crew-Toys. Und das hier ist auch ein Crew-Toy. Allerdings einer von jenseits der Reichsgrenzen, nämlich der König von Estland. Estland, ja, ein Königreich, mit dem wir lange freundschaftliche, gute Beziehungen pflegen. Und das hier ist Jan, der so und so vielte. Gucken wir uns dann mal an. Jan der Dritte, und der führt einen Krieg um eine Grafschaft und hat uns um Hilfe gebeten. Und wir wollen auch helfen. Allerdings habe ich mir überlegt, ich glaube, es wäre ein bisschen übertrieben, wenn wir unsere Elite-Truppe jetzt bis nach Finnland schicken. Wir machen das anders. Wir werden diese Truppen nach Hause schicken, komplett auflösen. Sie brauchen drei, ja, die müssen erstmal in heimatliche Gefilde marschieren. Das machen wir mal gleich. So. Sind sie immer noch nicht? Okay, alles klar. Was ist hier nebenbei passiert? Ein Herrscher gewinnt einen Krieg. Kaiser Hildegaut hat gegen Gräfin von Nördlingen gewonnen. Naja, alles andere wäre auch peinlich geworden, oder? So, den schicken wir auch nach Hause. Okay, 53 Tage braucht er. Und jetzt werden wir hier oben eine Bauernarmee ausheben mit einem guten Anführer, und die werden dann hier helfend eingreifen. Das ist der Plan. Ich möchte auch nicht aus den Augen verlieren, dass wir hier im Süden den nächsten Krieg führen wollen. Es geht am Ende um Byzanz, das hatte ich erläutert. Erleuchtet habe ich euch sicher auch, um die großen Steuereinnahmen von Byzanz. Wir müssen aber da vorher vermutlich dieses Herzogtum noch erobern, damit wir dort herankommen. So, vorweg gibt es aber noch zwei andere Sachen. Als erstes geht es nochmal hier um unseren Rat. Und zwar sollten wir hier durchaus mal wieder mehr Kontrolle herstellen. Und wir starten damit mal in Göttingen, da wo unsere Mine ist. Das ist uns doch wichtig. Die Frage ist, können wir uns jetzt nehmen? Wir können es das immer noch nicht leisten. Oder schon wieder nicht. Wie auch immer. Dann lässt mich die Geschichte mit unserer Schwester nicht in Ruhe, die vor uns geflohen ist und sich hier irgendwo in Grubin versteckt hält. Ich interpretiere diese Gesamtsituation, will ich nochmal kurz erläutern, so. Also wir haben natürlich nicht der Öffentlichkeit preisgegeben, dass es ein inzestuöses Verhältnis gab zwischen Schwester und unserem Sohn, sondern wir haben das mit unserem Sohn intern gedealt, aber haben unsere Schwester an den Pranger gestellt. Wir haben es ja veröffentlicht, damit wir legitimiert sie festnehmen können, dass sie die Ehe gebrochen hat. Das war sozusagen der Grund. Wir haben natürlich nicht erzählt, mit wem. Das sollte bis jetzt nicht bekannt sein. So deute ich jetzt die Geschehnisse. Aber es lässt uns keine Ruhe. Und ich habe mir überlegt, wir können mal eins machen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich bezweifle es ehrlich gesagt. Aber ich finde es ganz spannend. Wir werden mal unseren Ratsspitzel dorthin schicken. Geht das überhaupt? Ah ja, der ist im Herzogtum, genau. Weil es ist doch irgendwie merkwürdig. Diese Herzogin Cornelia, möglicherweise gewährt die unserer Schwester dort Unterschlupf. Da muss man mal nachhorchen, würde ich sagen. So, und dann werden wir jetzt mal die Bauern hier ausheben. Dazu werden wir das hier nochmal verschieben. Ja, können wir ruhig hier hin machen. Und dann hier an dem Sammelpunkt alle ausheben. Ja, im Winter ist das eigentlich so eine Sache, ne? Wir sind im November. Oh Gott, das könnte bitter werden für die Bauern. Gerade wenn wir eine große Armee da jetzt haben, aber da müssen sie durch. So, wie viele? 10.000 sollten reichen, oder? Fürstbischof Udo hat einen Krieg gewonnen. So, wir sind bei 10.000. Ich denke, das können wir mal abbrechen. Armee auflösen. Halt nicht auflösen, um Gottes Willen, abbrechen bitte. So, und jetzt ist die Frage, ich meinte, er ist ein Logistiker, das ist vielleicht im Winter ganz gut, oder? Aber es gibt doch auch direkte Winterbefehlshaber, vielleicht haben wir so einen. Wir hätten natürlich hier auch den Ritterorden einfach schicken können, das wäre natürlich das super einfachste gewesen. Winterkrieger haben wir offenbar nicht, zumindest keine guten. Ich würde mal sagen, wir lassen ihn als Logistiker da mal marschieren, gegen diese dort marschieren. Aber ich sehe gerade, doch, das müsste möglich sein. Ja, Versorgungsschwelle sieht übel aus. Mal sehen, wie viele hier dem Winter zum Opfer fallen. Wir sollten diesen Krieg möglichst schnell beenden, um ehrlich zu sein. Die Frage ist, ob wir das schnell machen können ohne Belagerungswaffen, fällt mir gerade mal so ein. Damit wir unten im Süden weiter erfolgreich sein können. Im Moment sieht das noch ganz gut aus mit den Verlusten. Der Winter scheint uns nichts anhaben zu können. Ja, ja, weil die Versorgung, die Vorräte sind alle noch da. Das ist kein Problem. So, das heißt, das sollten wir eigentlich gewinnen können. Verteidigungsgebäude, Tigerverteidigung.
Bauern gegen Bauern. Wir haben hoffentlich einen deutlich besseren Anführer. Mal schauen, ob ich mich da nicht verschätze. So, was haben wir hier? Euer Vasall erklärt am anderen Reich den Krieg. Der Herzog von Balaton. Ah, okay, das ist ein ungarischer Herzog. Den König von Walachei. Es geht um eine Grafschaft dort. Ja, so greift dann das weiter, immer weiter um sich. So, sie folgen uns. Na, das ist doch schon mal gut. Die Esten, die kommen hier auch in diese Schlacht. Wir mussten nur das entsprechende Signal geben. Der Gegner flieht auch schon und es kommt zur Schlacht. Plus 10. Immerhin auf unserer Seite. Der sieht ja doll aus hier, der feindliche Befehlshaber. Okay, es sieht so aus, als ob das ein souveräner Sieg wird. Und wir damit unsere Verbündeten tatsächlich gut helfen können, ja. Der Sieg ist unser. Und wir haben irgendwie einen Schrein geerbt. Das war gar nicht mein Ansinnen. 1200 gegen 5600. Außerdem gibt es noch einen Ablass. Sehr schön. Und diese komische Erbschaft. Ja, was müssen sie jetzt eigentlich erobern? Was ist jetzt ihr Kriegsziel? Das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Was wollen sie erobern? Das, ne? Ja. Ich hoffe, dass sie dann jetzt dort belagern und die Sache beenden. Ich meine, wir können spaßenshalber mit unseren Truppen mal dann direkt nach Bjarmaland ziehen. Vielleicht sollten wir nicht direkt dort landen, sondern dort. Auch wenn wir keine Belagerungstruppen haben. Aha, wir haben den der Großmeister des Johanniterordens kämpft mit auf der anderen Seite. Das ist natürlich spannend. Den haben wir gefangen genommen. Das ist ja sehr interessant. So. Was wollte ich jetzt? Achso, wir haben diesen Schrein und wir haben sowieso auch eine Grafschaft nach wie vor zu viel. Ich würde sagen, dann ist der Moment gekommen, an dem Prinz Olderich jetzt die letzte Grafschaft bekommt. Oh nee, wir haben hier zwei sogar noch an ihn zu vergeben. Da geben wir erstmal, oder? Kann nur Titel aus eurer eigenen Domäne verleihen. Nee, Wolkenstein, genau. Das muss verdient werden. Und Vogtland, das gehört, glaube ich, auch noch zu seinem Gebiet. Wir vergeben das erstmal so. Und dann müssen wir diesen Schrein loswerden. Der ist hier unten, der Schrein von Kinau. Werden wir einem niederen Adligen verleihen. Und dann ist die Sache geritzt. Gut, soweit, so gut. Wir haben 949. Das ist vielleicht der Moment gekommen. Der Moment, wo wir die Mine dann weiter ausbauen können. Auf die nächste Stufe, ja. 600 kostet uns das, 4 Jahre dauert es. Aber ich denke, es lohnt sich. Es bringt dann statt 8, 11 im Monat. Das ist wirklich extrem lukrativ. Man könnte natürlich jetzt hochrechnen, wann sich das am Ende jetzt rentiert hat. Aber wollen wir das wirklich? Wir müssen ja davon ausgehen, dass unser König jetzt nicht denkt, dass hier irgendwann, in Anführungsstrichen, das Spiel vorbei ist. Sondern dass es hier eine nachhaltige Investition ist für die Zukunft. So, da wird auch belagert und da wird auch sehr schnell und erfolgreich belagert. Das ist doch gut. Und was haben wir denn hier? Eine Hexe. Die Gräfin Naula von Selpis ist eine Hexe. Ist das möglicherweise... Aber das ist nicht die Grafschaft, wo unsere Schwester hin geflohen ist. Welches Übel sie wohl plant. Ich würde sagen, dürfen die eigentlich verhaften? Das sollten wir aufdecken, denke ich mal. Ich meine, vielleicht ist hier ein ganzer Hexenzirkel und unsere Schwester hat sich deshalb dorthin verzogen. Ich denke, die werden wir einkerkern. Ich weiß gar nicht, dürfen wir das? Sie ist ja gar nicht unsere direkte Vasallin. Ich glaube, das geht gar nicht. Ne? Wobei, mit der Mutt geht das vielleicht. Wir werden das Geheimnis mal aufdecken. Sie verliert Anspannung, weil sie gerecht ist. Ist ja auch lustig. Sie findet das absolut gerecht, dass wir das aufdecken. Nun gut. Und am Ende kann jetzt sie... Wir erwarten eigentlich von Herzogin Cornelia, dass sie jetzt entsprechendes tut. Sie verhaftet. Aber wir können das auch. Tatsächlich. Ja. Dann räumen wir mal da auf. Wir kommen der Sache vielleicht näher, wer weiß. Ratsmarschall beeindruckt Vasallen. Nicht schlecht. Gut. So, wir müssen nach wie vor diesen blöden Krieg hier beenden. Wir gehen hier an Land. Wir warten, bis die weg sind und gehen dann auf die Hauptstadt.
Ja, ich glaube, das war eine Möglichkeit durch die Mod, dass wir das können. Das sehe ich jetzt hier an dem Englischen. Das ist doch eine Ordnung. So, wir haben ja Gefangene, richtig. Um die müssen wir uns auch noch kümmern. Ablass ist da. Die kommen jetzt hier nicht mehr weg. Ich hoffe, nee, in Schlacht will ich jetzt im Moment noch nicht schlagen. Ich will sie eigentlich wegfahren lassen. Dauert aber ein bisschen länger, wenn die auf die Schiffe gehen. So, jetzt. So, 81%. Alles klar. Dann gucken wir mal, Gefangene. Diese Gräfin, die Hexe, müssen wir uns überlegen, was machen wir denn? Ach so, die ist noch bei der Armee. Aber hier, irgendwelche Jungen, die schicken wir raus mit einem schwachen Druckmittel. Egbert von Wassel, das war, glaube ich, irgendein Graf. Da kriegen wir 100 Gold. Ich denke, das ist okay. Anna, 10 Gold, immerhin. Miklos kriegen wir nichts. Beziehungsweise einen Gefallen, das ist auch okay. Dann haben wir hier Vincenti Waldeck Blankenburg. Ja. Auch nur ein Gefallen, aber das machen wir mal. Und Spytko, der bleibt aber. Ja, und was machen wir mit dem? Das müssen wir dann später entscheiden. Vielleicht wird er auch entlassen am Ende des Krieges. Ich weiß nicht genau. So, es sind jetzt die ganzen Freilassungen. Lösegeld ist akzeptiert worden. Prima. Da kommt wieder Geld in die Kasse. So, wo schippern die jetzt hin? Da oben irgendwo vermutlich. Wollen da noch irgendwie Kriegsstand erhalten? Die gehen jetzt. Ah, okay. Wir können mit unseren Truppen nicht wirklich gut belagern. 82% steigt das jetzt an. Da sind sie wieder. Die werden das zurückerobern und dann. Das ist ziemlich dämlich. Vielleicht sollten wir doch unsere Belagerungsleute mal herholen. Sie kehren immerhin jetzt zurück. Ach, die sollten auch diesen Krieg jetzt gewinnen können, Leute. Können wir hier noch irgendwas anderes erobern? Na komm, da kommt es doch bestimmt gleich zur Schlacht. Und mit dieser Schlacht sind dann hoffentlich die 100% erreicht. 180, 100, gleich ein Dreifachablass, 111. Gemeindebekehren ist erfolgreich gewesen. Czaslau ist bekehrt worden. Das ist gut. Stück für Stück kommen wir voran. Und vertreiben den Katholizismus weiter aus unseren Reichen. Wo machen wir denn jetzt weiter? Czaslau? Ach so, ja, genau. Das hier. Das muss ja das Ziel sein. Dann nehmen wir jetzt mal Pilsen. So, da kommt es tatsächlich zur Schlacht. Und unsere Seite ist deutlich überlegen. 86, 87 nach der Schlacht 100. Na Gott sei Dank. So, und es geht hier weiter mit den Ungläubigen. Bürgermeisterin Balba von Duftschare, was ist denn da los? Was ist denn da los? Sogar eine Pilgerin. Das Zeichen einer schwachen Seele. Ich glaube, wir sind da auf ein richtiges Netz gestoßen. Auf jeden Fall ist der Krieg Gott sei Dank vorbei. Was können wir hier machen? Wir können hier auch hier das Geheimnis aufdecken. Ach so. Ah, warte mal. Das ist kein Grund zur Verhaftung. Aber das könnte. Ich weiß gar nicht, ob sie das nutzen kann. Ah, schade. Okay, alles klar. Wie auch immer. Hier ist erstmal der Sieg erfolgt. Das heißt, wir sind Gott sei Dank jetzt nicht mehr im Krieg. Können das Ganze auflösen. So, Bauernaufstand. König Ondrej in Litauen hat ein Problem mit Bauern. Naja, ich hoffe, damit kommt er zurecht. Estland ist jetzt gewachsen um diese eine Grafschaft. Und hier oben müssen wir weiter forschen, was da so los ist. Okay, also ungläubig ist nicht kriminell, anders als irgendwie Hexer. Wir wenden jetzt aber unsere Aufmerksamkeit gen Süden, gen Philippopolis. Ich wurde darauf hingewiesen, dass wir durchaus ja auch eine Grenze haben zu Moldawien und insofern direkt den Krieg gegen Moldawien führen können. Aber das können wir natürlich nicht um dieses Herzogtum, weil man braucht für den religiösen Kriegsgrund eine direkte Grenze. Also wir können zwar irgendein anderes moldawisches Herzogtum als Ziel auswählen, aber nicht dieses. Und damit können wir es auch nicht erobern. Das heißt, wir müssen eine Grenze zu diesem Herzogtum haben. Das Herzogtum heißt Herzogtum von Thrakien.
Das ist das, um das es geht. Das heißt, wir müssen vorher dieses Herzogtum erobern, das Herzogtum von Philippopolis. Das ist unabhängig. Der Gegner hat 11.600 Mann und ist mit Thessaloniki verbündet. Die haben 6.500 Mann. Das heißt, das könnte eine größere Sache werden. Aber es ist gut möglich, dass es genügt, unser Kriegsvolk auszuheben. Wie sieht es eigentlich aus? Haben wir hier die maximale Größe schon erreicht? Ja. Unser Kriegsvolk auszuheben plus die Ordensritter. Das müsste eigentlich reichen. Dann sind wir bei 22.000 richtig guten Leuten. Damit müsste man diesen Krieg führen können, zumal die Hauptstadt auch hier direkt an der Grenze ist und das Ganze relativ gut eigentlich zu führen ist. Okay, gibt es noch irgendwas, was wir vorher erledigen sollten? Ich gucke mal hier nochmal. Ist hier noch was Wichtiges? Gräfin Naula, haben wir nochmal Lösegeld? Noch weitere Gefangene, die ich übersehen habe? Achso, das ist Gräfin Naula und mit ihm müssen wir auch noch irgendwas anfangen. Ja, was fangen wir mit ihm an? Ihn kann man nur hinrichten. Nee, der ist noch Teil der Armee. Das müsste aber eigentlich jetzt. Okay. Ah, während er bei der Armee ist, interessant, da kann man ihn nur hinrichten. Jetzt könnten wir mit ihm irgendwas machen. Bekehrung verlangen, das wäre natürlich irgendwie eine Demütigung, oder? Das nimmt er natürlich nicht an, das wäre auch zu skurril. Er zögert zu konvertieren. Rekrutieren wäre möglich. Nee, aber das kommt nicht in Frage. Ich würde sagen, weil er einfach so eine bedeutende Position einnimmt und er ein religiöser Eiferer ist und das von hohem symbolischen Wert ist, wird das eine pompös inszenierte Hinrichtung werden, ja? Würde ich sagen. Ich glaube, wir machen das, verbinden das mit dem nächsten Festmahl, das sogar in diesem Jahr noch stattfinden kann, am 11. Dezember. Das heißt, dann werden wir die Hinrichtung ausführen. Das gefällt mir gut, dieser Plan. So, also, dann machen wir uns an die Arbeit. Ich überlege mal, wir werden, glaube ich, hier mit der Belagerungsarmee reinmarschieren. Von der Seite vielleicht mit den Ordensleuten. Das Gebirge ist ein bisschen hinderlich, aber das kriegen wir hin. Okay, also, Krieg erklären. Es geht um einen Religionskrieg, um das Herzogtum von Philippopolis, genau, 200, wir haben auch schon wieder 800, sollte also kein Problem sein. Geld hat der Gegner allerdings auch genug. Ja, der wird vielleicht noch Söldner ausheben können, könnte eine etwas größere Sache sein. Im Übrigen, ich weiß gar nicht, ist das der erste Religionskrieg gegen orthodoxe Herrscher? Wahrscheinlich nicht, habe vorher nicht so richtig darauf geachtet. Aber vielleicht reagieren ja die Orthodoxen etwas anders, etwas mutiger als die Katholiken. So, wir erklären den Krieg. Und holen den Sammelpunkt hierher. Werden hier erstmal das gesamte Kriegsvolk ausheben. Und bringen den Sammelpunkt dann hierhin. Und holen dort unseren Kriegerorden. Na, diesmal haben wir hier einen sehr, sehr guten Großmeister. Das ist schon mal gut. So, dann gucken wir mal, wie sich das hier entwickeln wird. Ich meinte, der ist... Oh, warte mal, aber hier haben wir noch keinen Befehlshaber. Wo ist denn der Großmeister da? 18 und Furtner. Wisst ihr was? Ich finde es irgendwie auch authentisch, wenn der Großmeister diese Truppen selber anführt. Vielleicht sollte ich das zukünftig so ein bisschen als Hausregel einführen. Und wenn die halt einen schlechten Großmeister haben, dann ist das eben so. Kommt mir sonst eigentlich so ein bisschen cheesy vor, wenn man den dort absetzt. Bauernaufstand gegen unseren Enkel im Herzogtum von Nitra. Okay, jetzt gibt es offenbar mehr so lokale Bauernaufstände, so wie es aussieht. So, da kommen die 9.500 Mann. Und der König von Thessaloniki tritt, wie erwartet, bei. Die Frage ist das jetzt hier ein bisschen zu früh, dass wir da hinmarschiert sind? Da kriegen wir schon Verluste, ja.
Das ist eigentlich die Kampfarmee und nicht die Belagerungsarmee. Und hier müssen wir tatsächlich doch relativ lange warten, weil das so weit weg ist von unserem Zentrum. Aber wir sind in 8 Tagen dabei. Die sammeln auch noch. Insofern kein Problem in 5, 4, 3, 2, 1. Oh, sie marschieren in diese Richtung. Ja, ich würde sagen, wir empfangen sie lieber im Gebirge. Ich hoffe, wir können noch zurück. Wenn sie uns jetzt hier angreifen, müssen sie über den Fluss und Gebirge. Das ist schon ganz okay. So, da sind wir mit 10.700. Königin, die Königin der Walachei wurde gefangen genommen von unserem Herzog. Nicht schlecht. So. Du marschierst dann direkt mal hier hin. Ich könnte mir vorstellen, dass die Ordensritter diese Armee alleine besiegen. Mit den entsprechenden Geländevorteilen. Ich hoffe das. Ich hoffe das sehr. Ansonsten ist es eine gute Ablenkung. So, der Krieg ist verloren. Die Grafschaft ist gewonnen. Und ja, riskieren wir das jetzt hier, hier stehen zu bleiben? Ziemlich gewagt, ne? Was haben die denn für einen Anführer? Sehe ich jetzt irgendwie nicht. Kann ich mir irgendwie nicht angucken. Was machen die da? Wir belagern da erstmal ganz lustig die Hauptstadt. Das ist ja auch schon mal gut. Die marschieren nicht in unsere Richtung. Okay, die marschieren dort. Es sieht so aus, als ob sie irgendwie auf dem Seeweg in unsere Richtung sich bewegen wollen. Ja, sollen sie das mal machen? Dann bleiben wir eben hier. Nein, sie gehen wieder südwärts. Okay. Okay, und der nächste Champion muss unser Reich verlassen. Aaron, haben wir überhaupt noch Champions? Ich weiß es nicht. So, Festmahl ist verfügbar, Leute. Der Moment ist gekommen. Jan von Estland holen wir nicht in diesen Krieg, aber wir werden die Hinrichtung vollziehen. So, und ich würde sagen, da machen wir irgendwas Besonderes. Wobei, wir sind jetzt nicht besonders sadistisch, im Gegenteil, aber es ist unsere Frau. Ach, ich würde sagen, komm, die Verbrennung, die ist schon interessant genug. Oder vielleicht mal eine Fehlung? Ja. Warum kriegen wir eigentlich Anspannung? Wegen der Fehlung? Okay, also Fehlung scheint uns zu stressen, warum auch immer. Schaut mal, zu Tode zerquetschen. Das bringt alles Anspannung. Scheiterhaufen ist okay. Ah, weil Scheiterhaufen wegen des... Ah ja, okay, wegen des Glaubensgrundes die normale Art und Weise ist. Enthaupten, erhängen, Scheiterhaufen. Und beim Scheiterhaufen kriegen wir noch Glauben dazu, weil das der Weg ist, wie man mit solchen Glaubensfeinden korrekt umgeht. Dann machen wir das so. Richten wir diesen Mann hin. Den Anführer zumindest oder einen General des Johanniterordens. Kann man sich diesen Orden irgendwo nochmal angucken? Hat er nicht irgendwo ein Wappen oder so? Hm. Hier wird er mir nicht... Doch, hier ist er. Ja, ja. Ah, nee. Der Großmeister ist Erenach. Okay, also es ist nicht der Großmeister, das wäre zu schön gewesen. Es ist irgendein wichtiger Ordensgeneral. Dennoch Grund genug, ihn hinzurichten. So sah er aus unter seinem Helm. Und da brennt er. So, und jetzt dürfen wir nicht vergessen, das Festmahl zu halten. Anlässlich dieser Verbrennung. So, das ist ein großer Staatsakt. Und hier jetzt die Frage. Okay, es geht los. Willkommen, meine Freunde. Wer, wo, was? Waldai wird belagert. Warte, warte, warte. Wo wird hier was belagert? Kann ich da mal hinspringen? Ach! Wie sind die denn so schnell dahin gekommen? Hm. Das gefällt mir natürlich nicht so sehr. Vielleicht sollten wir dann hier die Bauern der Umgebung mobilisieren, um das zu verhindern. Aber die, Gott, die haben schon eine krasse Zermürbung, sind darbend. Vermutlich werden die das gar nicht durchhalten können. 6 Monate. Ich würde sagen, wir reagieren hier erstmal noch gar nicht, sondern lassen die da erstmal verhungern an unseren Mauern. Das gefällt mir viel mehr. So, kriegen wir erstmal hier noch was? Was machen die jetzt? Das ist jetzt wichtig zu beobachten. Die ziehen in unsere Richtung, okay. Dann ziehen wir hinterher. Die wollen jetzt echt die Schlacht schlagen. Ja, sollen sie mal machen.
denke, das wird gut ausgehen für uns, oder? Gott, wir kriegen jetzt einen Ablass nach dem anderen rein. Fest mal Pferde stehlen. Das Essen war in vollem Gang. Und es war auch schon viel zu viel getrunken worden, als Prinz Vincenti, unser Bruder, der, dem wir das Herzogtum Thüringen gegeben haben, entschied, dass es an der Zeit sei, ein wenig zu reiten. Meine Ställe waren längst verschlossen, doch mit ein wenig Hilfe von Baronin Stenka zog Vincenti schon bald an der Spitze einer Gruppe eifriger Reiter in die Halle ein. Niemand hatte meine Tiere auch nur ansatzweise im Griff und es gab viel Gelächter, Gefluche und gebrochene Knochen, als Männer und Frauen von Pferden fielen, die in der Halle umherwanderten. Die anderen Kreaturen im Stall kamen nicht viel leichter davon und eine Ziege brach unter dem Gewicht von Herzog Giacenti schier zusammen. Stalljungen rettet diese Leute vor sich selbst. Ein lebendiges Festmahl. Prima. Reitereischaden erhöht sich dadurch. Ist er denn so ein Typ? Mitfühlend, geduldig und ehrlich. Naja, im Suff. Im Suff kann vieles passieren. So. Die Schlacht beginnt. Mit einem plus 9er Vorteil für unsere Seite. Ja, wir kriegen hier 500 Verluste, aber es ist mir ein bisschen zu unsicher, ne? Sie sind zahlenmäßig überlegen, ich glaube. Obwohl, das gewinnen wir, Leute. Aber wir kriegen die Verluste jetzt sowieso. Es läuft. Das Fest mal endete. Dieses Fest hat uns einander näher gebracht und wir können noch Jahre über die Eskapaden der tollkühnen Bande von Vincenti reden. Baronin Stenka hat mir sogar im Spaß zur prächtigen Gesundheit meines Viehs gratuliert. Ach, Herzog Giacenti von Niederschlesien wäre auch beteiligt. Behaltet mich in eurem Herzen, Vasallen. Was für eine Feier. Sehr schön. So. Okay, also, wir sind weiter bei der Schlacht. Weiter sind die Vorteile auf unserer Seite. Die Ordensritter kommen noch etwas unnötigerweise zu spät. Aber sicher ist sicher, ne? So, da ist er, der Sieg. Der unser ist 27%. Wie sieht's aus? 785 gegen 9400. 27% Kriegspunkte. Wunderbar. Okay, ich würde sagen, das ist ein schöner Moment, diese Folge erst einmal zu beenden. Wir werden hier die Belagerung weiterführen und mit den Ordenskriegern aufpassen. Die andere Belagerung ist wohl beendet worden, ne? Da haben wir richtig spekuliert, dass wir dort nicht unnötig reagiert haben. Mit den Ordenskriegern werden wir weiter aufpassen, dass wir die Armee hier besiegen. Wir werden natürlich auch uns aufteilen in drei Belagerungsarmeen, damit das Ganze jetzt ein bisschen schneller geht. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.